Ohne letztes Mal, willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. So, alle Vorbereitungen sind getroffen worden, wir haben alles gemacht, was in der Oberwelt geht. Und ja, dann gehen wir mal nach unten zu Ragnarök. Es ist lange her, Otaku. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt, um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer, iPhones. Mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meine Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Wirst du? So sei es. Ich muss dir noch was bereinigen. Verstehe. Lass dich nicht aufhalten. Doch du wirst niemals mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern. Das ist alles, was ich dir rate. Gut, guter Rat eigentlich. Ingame habe ich ja so gut wie nie gespeichert. Das alte Cheat in meinen Safe-Sets hat mich da immer so aus der Affäre gezogen. Mal gucken. 8,5 Stunden habe ich nicht gespeichert. Gut. So, alles Klärchen. Das ist ja praktisch, wenn man oben noch was vergessen hat, so kristallmäßig oder was. Aber wir haben genug mit 91 und ja. Dann gehen wir mal nach unten zu Ragnarök. Hoffentlich schaffen wir das. Denn der ist ziemlich stark. Der Teufel. Ich scheine dir kaum an Zeit gefallen zu sein. Was mich nun wohl in dieser Welt erwarten wird. Die Erdspalte kennen wir ja, das ist ja ziemlich nah bei unserer Bude. Ah, ist das schön. Ah, da kommen Erinnerungen hoch. Ist das schön mit den ganzen Türmen und diese. Ah, ist das toll. Gut, das ist die Unterwelt, da sieht es nicht gerade so paradiesisch aus mit der ganzen Feuer und Labern alles. Aber naja. Gehen wir mal nach Hause und treten ihn mal richtig in den Arsch. In Krista, ah, ist das schön. Ah, wie toll. Lass mal nach Hause gehen. Ja, alles klar. Otaku, wo bist du gewesen? Wir haben Sorgen um dich gemacht. Alles klar? Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Was zum... Was... Was ist das denn? Nee, oder? Oh, fuck. Aber wir müssen... Der Weiße, wir müssen ja... Na gut, erst nochmal. Otaku, du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Gut, dann folgen wir mal wieder den weisen alten Sack. Das ist schon etwas gruselig, dass alle dasselbe sagen. Sich dann in Segen verwandelt. Alter. Otaku. Schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Echt traumhaft. Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Schon etwas creepy irgendwie. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Das Licht schuf Leben. Das Dunkle zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel läutet jetzt dein Ende ein. Otaku, deine Aufgabe ist erfüllt. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarökstein. Okay,
Dann beam me up, Scotty. Ab zum Endgegner. Ja, das hat mir aber zu viel Angst gemacht. Schon etwas creepy. So, da muss man einfach nur nach oben gehen, aber es gibt da so einen kleinen Easter Egg. Man kann nach unten so laufen, wie man will. Schon irgendwie witzig. Dies ist der Ragnarok-Stein. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Hate das gar nicht hate. Ich renne den Weg einfach mal rückwärts. Schöpfen bedeutet formen. Auch teilweise wegen der interessanten Story, die er da erzählt. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Diesem Planeten wurde ein unheilvolles Schicksal aufgezeigt. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten. Kein Schatten ohne Licht. Wie oft habe ich das denn nicht bei Kingdom Hearts gehört? Für das Wohl der Erde werde ich, wie du, in wahrer Gestalt streiten. Gut, das war eine epische Ansprache. Und da ist er schon. Der Weg hätte nie aufgehört, er wäre immer so weitergegangen. Und da ist er. Der Vorbote Ragnaroks. Namens... Oh, der Kampf geht schon los. Ups. Ich dachte, der stellt sich noch vor, das ist hier Agarak. Ja. Oh, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Ich weiß noch, die Strategie ist eigentlich ziemlich easy peasy. Denn er macht nur drei Sachen. Höllenlicht, er kann einfach weghüpfen. Ups und ups. Also der ist eigentlich relativ einfach. Wenn er wütet, dann einfach den Laserschrein ausweichen. Und wenn er hartes Licht wirft. Fuck. Vielleicht hätte zurückballern. So. Da fliegen sie so seitlich weg. Und wir müssen die Beine treffen. Denn so komme ich hier nicht hin zu ihm. Aber fast. Komm. Ups. Macht nicht gerade so viel Schaden wegen der geilen Rüstung, die ich habe. Gehe hier so hin. Fast. Blüte, da muss ich ein bisschen ausweichen. Das ist jetzt gar nicht mal so schwer. Man muss nur wissen, wie der geht. Genau wie bei Ragnarok an sich. Ich stelle mir ganz nach vorne hin und komm, komm. Fast. Hier so seitlich so hinstellen. Ups, ups. Sieht schon episch aus, aber da kommt dann ja relativ einfach. Ah, fast. Werde beim nächsten Mal springen. Ja, da kommt jetzt einfach nicht noch. Ich habe noch keinen Schaden gemacht. Da hört man den Pro-Gamer raus. Und während des ganzen Kampfes und des nächsten Kampfes jetzt übelst laggen. Einfach wegen dem ganzen Zeug, was hier auf dem Bildschirm rumflimmert. Ja, wegen zu vieler Sprites, so heißt das Fachwort dafür. So, genau. Du wirst mich nie bezwingen. Kann ich noch so angreifen? Ich glaube nicht. Setzt er sich wieder zusammen. Er wütet wieder. Werden wütend. Ich sehe gerade, ich habe mal nicht das Wichtigste im ganzen Kampf ausgerüstet. Die Götterknolle. Nicht für diesen Kampf, aber für den nächsten wird es sehr wichtig sein, ihn zu haben. Alles Licht. Bams. Ist etwas schwer zu timen, wann er genau wirft. Kann ich hier noch... Ah, fuck. Ah, verdammt. Egal, der geht schon bald down. Ja, da kann ich jetzt nicht angreifen, oder? Nö. Wenn er sich ein bisschen hinsetzt zur Ruhe. Oh doch. Mit einem Schaden von 742 geht er zugrunde. Und hier kommt der wahre Endgegner. Hier kommt Ragnarok. Ragnarok. Immer wenn ich an Serenigma denke, habe ich dieses Bild vor Augen.
So, der Kampf geht schon los. Vorsicht. So. Hier muss ich ein bisschen reinkommen. Da verteidigen, ganz wichtig. Denn das, was mir jetzt nur ein oder zwei Schaden macht, das würde mir sonst 200 bis 300 abziehen, teilweise. Das ist das Fieseste im ganzen Kampf, der ist eigentlich ziemlich easy. Ich muss ihn rechtzeitig verteidigen. Ups. Denn der Rest macht mir eigentlich kaum Schaden. Einfach wenn man mit seinem komischen Bauch nach unten kommt, dann kann ich ihn angreifen. Fuck, fast. So. Sie haben nur rechtzeitig abwenden, dann geht's einigermaßen. Was wollte ich sagen, genau? Bei dem Vorkampf, also gegen Agarak, der hat 900 Schaden. Also muss man 900 Schaden machen, dann ist er down. Wenn ich mir denke, ich habe mit einem Angriff über 700 gemacht, da sieht man schon, dass ich übelst überlevelt war. Komm, komm. Sprich, das wird eigentlich einigermaßen ein Kinderspiel, aber jetzt muss ich mich hier um... Da ist er. So. Ihn hier kümmern. Der hat 900 HP, aber die kann ich relativ einfach abziehen. Wenn ich relativ flott ausweiche und... Das bedeutet, ich muss dann, wenn er auflädt, schon verteidigen. Denn kurz bevor der Strahl kommt, wenn ich dann verteidige, dann kriege ich den ersten Schlag ab und dann habe ich 100, 200 Schaden. Das ist auch nicht gut. So, Knolle rein. Knoppers. Und komm, da ist er. So. Ah, 200, das ist gut. Abwehren, abwehren. Fuck. Da muss ich echt ziemlich aufpassen. Oh Gott, das laggt so übel wegen den ganzen Sprites. Knolle rein, Knolle. Abwehren, abwehren, abwehren. Oh. Oh Gott. Das Südeste im ganzen Kampf. So. Es geht aber einigermaßen. Denn er hält natürlich nicht an, wenn wir essen. Das sieht so geil aus eigentlich. Also für Super Nintendo Zeiten richtig geil designter Boss. Nein, 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 nein. Oh Gott. Dieser Drecksapper. Bald habe ich ihn. So, Knoppers, Knoppers, Knoppers. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Oh. Das Kotzen dauert auch so lang. So, ja, jetzt ist es über 200. Jetzt habe ich jetzt nicht noch einen Knoppers zu essen. Ich traue mich nicht. Komm schon, komm runter. Verteidigen, verteidigen! Alter, wir kriegen noch ein Herz, Kasper. Mehr als 9 kann ich leider nicht nehmen. Ich kann auch nicht zaubern, also. Energie. Ja, beizaubern, komm! Ab, oh, das wäre zu perfekt gewesen. Verteidigen! Das schaffe ich schon, das schaffe ich schon. Ich hätte vielleicht auch die anderen Knollen kaufen können. Verteidigen. Uiuiui. Das ist aber schon eine geile Vorstellung vom Teufel. Vor allem das Lieder finde ich ziemlich interessant, denn meist machen wir 15 ist nur schwarz, das finde ich etwas langweilig mit der Zeit. Ist schon ziemlich cool mit dem Lila, mit dem Gelb. Ist schon ziemlich cool. Auch wenn ich das von Agarak nicht so ganz stark verteidige, ich mal ein bisschen mehr das ein bisschen labern kann, bis er runterkommt. Das Design von Agarak checke ich bis heute nicht. So ein Möchtegern Silver Surfer. Vielleicht eine Anspielung Mensch gegen Maschine? Ich weiß nicht. Könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Komm, komm. Komm runter, komm runter. Ja. Gut. Dass der Kampf so lange dauert, wundert mich auch mittlerweile ein bisschen. Weil wir kriegen einfach kaum zu fassen. Verteidigen. Alter.
Vielleicht, dass ich mir am ersten Mal pack. Komm. Komm zu Papa. Ja, fast. Ich traue mich nicht zu essen. Verdammt! Ach, so muss ich aber mal essen. So. Recht viel mehr werde ich nicht mehr haben. So. Ah, fast. Dann komm noch mal runter. Verteidigen. Gut. Das ist so ein fieser Angriff, man kann euch nicht ausweichen. Also wenn man da nicht verteidigt, dann sind wir nach ein paar Sekunden schon down. Komm schon, komm runter. Ich glaube, recht viel mehr als 900 oder 1000 hat er gar nicht. 200 habe ich schon mindestens abgezogen. Ah ja, jetzt. Ah, fast. Auf jeden Fall ziemlich gut. Es war eine, also die Hälfte ist mindestens schon von ihm runter. Ah, das gibt's doch nicht. Ist für mich gerade knollmäßig aus, die weiß ich auch nicht. Ich kann auch keine andere Magie oder Ringe einsetzen. Bei Bosskämpfen ist es leider nicht erlaubt. Das sieht ziemlich geil wär. Knopper sein. Komm! Ja! Du bist down! Die Welt ist gerettet. Ragnar ist vernichtet. Awesome. Otaku hört eine seltsame Stimme. Das ist wahrscheinlich meine. Oh, so geil, dass ich es geschafft habe. Eine Stimme, die schon einmal. Eine Stimme, die schon einmal hörte. Scheint, die er schon einmal hörte. Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnars Kräfte sind versiegelt. Es gibt uns richtig schönen Abspann. Wer bist du? Was bist du? Ich? Ich bin dein Gegenstück der Oberwelt. Ragnar hat dich erschaffen. Um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnar hat dich geboren. Indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Tristas. Erklärt, warum es so viel gibt, so wie Gegenstücke. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt, wahrscheinlich Oberwelt, erschaffen. Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast es ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Stimmt, wir haben es echt geschafft. Lass uns in unsere Welten heimkehren. Oh, ich freue mich so. Oh, alle Knollen sind weg, sehe ich gerade. Ich hätte mich also nicht mehr heilen können. Ich dachte, ich bräune so leicht weg. Und ich dachte, ich werde zu überlevelt. Immer bin ich jetzt zu Hause. In Krista. Das ist also mein Heimatdorf.
Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Gut, wird es auch geklärt? Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Hey Fluffy! Du siehst recht fertig aus. Ja, danke Fluffy. Du siehst aus wie ein Knallbonbon. Wollte ich auch mal sagen. Nun, ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Oder nach unten in die Unterwelt. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen. Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Ja, stimmt, vor allem mit der Erweckung Berubas. Das konnte er nicht wissen. Das war alles nur ein ziemlich fieser Plan. Taub hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Es ist eine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Denn ich bin Gott. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. Er hört sich schon besser an, danke. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Otaku. Fluffy? Du hast sogar ein gutes Herz? Ist dir das jetzt nicht aufgefallen? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Stimmt, die Frage, die wir uns alle stellen. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe mich noch nie gefragt, was genau bist du? Ich bin ein Digimon. Ich habe diese Frage erwartet. Otaku, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, sogar Nixen. Hört irgendwie noch einen schlechten Porno an. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur. Jetzt kommt das Überraschendste. Bei der Evolution sahen alle so aus wie ich. Ja, nix mit Einzeller. Da seht ihr unseren Ursprung. Ein fliegendes Knallbonbon. What the fuck, da würde sich Charles Darwin sowas von dem Kopf drehen. Das war doch der, oder? Mit der Evolutionstheorie, das war Darwin. Also Charles Darwin und die Kirche sagte, ja, das war Jesus und Adam und Eva, die haben sich 30 Zillionen mal gepaart, dass es so viele Menschen gibt. Aber jetzt ist für die Antwort. Wir sind alle fliegende Gummibärchen. Das ist eine schöne Theorie. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Unsere Zukunft? Wer weiß? Eine seltsame Vorstellung. Nun gut. Später, Otaku. Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen. Und auf den Tag warten, wenn wieder jemand die Truhe öffnet. Und das Unheil über die Welt einbricht. Leb wohl, mein Freund. Hm.
Was ist das jetzt? Hörst du mich? Ich bin Divina, die Seele der Oberwelt. Ragnaras Niederlage wird Christa und die Unterwelt vernichten. Ja, leider. Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen, wirst du vom Guten wiedergeboren. Unglaublich tiefsinnig. In dir fließt das Blut Divinas und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. So, die habe ich, auch schon 3-4 Mal gehört. Und nun ist es wirklich zu Ende. Dieses Abenteuer. Mein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Otaku? Otaku? Was ist los? Hört sie mir zu? Sorry, ich dachte noch. Yay, wir können auch rum. Raisen. Awesome! Gut, es gibt noch einen schönen Abspann, also es ist nicht das Ende. Hallo, Otaku. Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. Kennen wir schon irgendwo hier? Beberei. Hallo, Otaku. Du siehst nachdenklich aus. Bedrückt dich was? Nö, alles ist komplett. Außer halt, ja, da sie alle sterben werden. Melines Webereien sind einzigartig. Doch in letzter Zeit ist alles, was sie webt, schwarz. Ja, vielleicht ist bald Halloween. War da oben noch einer zum Quasseln? Ja. Noch so eine alte Oma. Hier durchgegletscht. Wir müssen schöne Kleider machen, an denen die Leute sich erfreuen. Alles klar. Gott, wo muss ich eigentlich hin zum Abspann? Ich quatsch mit dem anderen. Könnte ich doch so springen wie du, Otaku. Bams! Ne, ich komme da auch nicht gerade hoch. Huch, du warst doch der, der so Angst gemacht hat. Die Erde ist nicht mehr fruchtbar. All mein Gemüse ist verfault. Das schmeckt doch scheiße, das Zeug. Naja, schon irgendwie traurig, dass ich die ganze Welt zerstören muss. Oder dass das Schicksal der Welt ist. Kann ich noch raus? Oh! Ja, natürlich komme ich raus, na klar, geht ja, ist ja logisch. Natürlich ist da ein Ausgang, ich sehe ihn nur nicht. Gut, dann spricht alles dafür, dass ich zum Weisen gehen muss. Alles klar? Taco, etwas an dir hat sich verändert. Hat Melina dich wieder geweckt? Bams! Wie bitte, diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Oh! Das ist die Besenkammer! Alles klar. Was? Wer weiß er? Sieh mal, kenne ich nicht, Otaku. Träumst du? Was? Aber der ist doch... hier. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Sorry? Ich muss echt mal den Torrent mal wieder ausschalten. Komari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf ein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Ist das Ende? Ich glaube, da gab es doch einen Abspann, oder? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Na, Taco, mit Melina schönen Morgengymnastik gemacht. Da glaube ich, sie gefickt. Seltsam. In den Augen spiegelt sich die Kristalle des Nebels. Ich quatsch noch einmal mit allen, dann... kann ich schlafen? Supi.
Ich dachte, da gab es irgendwie so einen Abspann. Oder verwechselt das mit einem anderen Spiel gerade? Ich weiß jetzt gar nicht. Normalerweise schon. Ha! Wusste ich's doch! Otaku. Hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Was? Ich wollte dich in Stockholm als Baby umbringen. Das höre ich gern. In Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird dir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Erinnere mich nicht daran. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Ist ja schön. Taku. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Alles Gute. Und mit Christa geht nicht nur die Unterwelt, sondern auch du selbst zugrunde. Otaku fällt in tiefen Schlaf. Und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Erde, frei. So, the Staff of Terranigma, ich dachte schon, the State of Terranigma. Ja, das war mein übelst langes Let's Play zu Let's Play Terranigma. Ein wirklich unglaublich schönen und unglaublich tiefsinnigen JRPG aus dem Hause Squaresoft. Beziehungsweise damals hat noch Enix. Ja, wunderschöne Story. Leider kein tolles Happy End. Ich finde das Spiel unglaublich geil. Ich habe mir echt Spaß gemacht, das Video zu zocken mit euch. Und ja, ich habe es fast sogar 100% geschafft, bis halt, ja, die paar Waffen und Rüstungen. Und das Mädchen, das nicht mehr zu ihrer Familie zurückkam und die ich mit so einer komischen Blume zusammenführen hätte können. Aber naja. Ist auch egal. Wir sind der wiedergeborene Vogel und schweben über das, was wir erschaffen haben. Denn wir sind Gott. Wir sind ein Vogel und wir haben alles erschaffen. Schon ziemlich tiefgreifende Story. Gut, was bleibt jetzt noch abschließend einzusagen? Ich weiß es gar nicht. Außer halt demnächst das nächste Projekt, was kommt. Das ist ein kürzeres Projekt, ein Pokémon-Spiel. Da habe ich mir gedacht, ich bin zwischen Schwarz 2 und Blau so hin und her geschwankt. Also das aktuellste, was ich habe und das erste, was ich hatte, als kleiner Stöpsel. Und doch genau, ich nehme jetzt mal die blaue. Weil es bei Schwarzfeld extrem lang dauert, bis man richtig zocken kann. Weil ziemlich viel erklärt wird von der Story hier und alles und überhaupt. Und bei Blau kann man schon relativ gut anfangen und... Oh, die haben echt eine Eisenbahn, cool. Etwas riesiger, aber okay. Und ja, schön nostalgisch und... Hätte ich nicht wieder ein DS-Spiel, irgendwie habe ich fast nur DS-Spiele, wenn es da weitergeht. Und deshalb kommt da die Nuzlocke-Challenge von Pokémon Blau. Mit den Nuzlocke-Regeln, die ich glaube ich nicht großartig verändern werde. Nehme ich einfach mal die Standardregeln. Und so wie ich mich kenne, werde ich da wahrscheinlich noch ein paar Parts so ziemlich failen und bin am Arsch. Und danach kommt dann das nächste Spiel. Und wie schon gesagt, das wird ein weiteres Spiel von Enix, Secret of Evermore.
Oder man Squares hat, ich weiß nicht. Nee, von auf jeden Fall ist es auch so ein ähnliches Spiel. Mit einer anderen Story, wo man durch Zeit und Raum reisen kann und ja. Ich will von der Story nicht so viel erzählen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes Spiel. Auch eine Perle der Super Nintendo Zeit. Und ja, genießen wir nochmal die letzten Bilder von der Oberwelt. Gott, bin ich schön als Vogel. Auf jeden Fall schon eine ziemlich geile Story. Wir sind Gott und haben all das erschaffen. Selbst Flugzeuge haben wir erschaffen. Da kann ich nicht gerade so ausziehen, aber vielleicht sahen die ersten Flugzeuge wirklich so aus. Man weiß ja nie wirklich, was Bill und also die Wright Brüder, ich weiß nicht gerade, wie der andere heißt. Bill und George, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ziemlich viel zur Entwicklung der Welt beigeholfen. Erstmal die ganze Welt erschaffen mit Himmel und Erde und mit Vögeln, mit Menschen, mit Zivilisation. Und alles entwickelt, die ganze Stadt auf Vordermann gebracht. Auch ein paar gesellschaftskritische Sachen erlebt. Das Telefon weiterentwickelt. Den Strom entwickelt. Und ich glaube, was soll ich jetzt noch alles sagen? Ich habe nicht gerade so einen großen Text vorbereitet, was ich jetzt im Abspann sagen kann und soll und tu. Also vielleicht, dass ich euch vorher sagen hätte können. Und danke für Club und Nintendo Redaktion für die geile Übersetzung. Genau, ich hätte euch vorher sagen können, dass dieser Part unglaublich lang wird, denn da wird der ganze restliche Müll erzählt. Und so sieht's aktuell aus. So viele Lichter. So schön. Alles Wölkchen. Das wird wahrscheinlich New York sein. Damals war noch nicht Sandy über New York geschwappt, anscheinend. Oder was die Städte darstellen sollen. Ich denke mal, es wird wirklich die aktuelle Welt sein, die da einigermaßen ja, prunkvoll dargestellt wird. Schon schön. Ja. Das wird das Ende sein. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Vorsicht, Vorsicht! Der wird jetzt fast ins World Trade Center gerast. Vorsicht, Vorsicht, das machen andere. Leider. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Da kam der Abspann nie so lang, ich habe nur einmal gesehen, ich dachte, ja gut, der dauert 2-3 Minuten, sage ich, was abschließend ist und fertig. Ja, genießen einfach mal die schönen Bilder. Schon eine tolle Story, wir sind Gott, wir schaffen alles. Auch das Böse. Und bei all das nur der Plan, wer es wirklich Bösen war. Und wir den Bösen direkt in die Hände gespielt haben. Alle unsere Freunde mussten sterben für unser Schicksal. Schon sehr herzzerreißend. Und wir halten an. Ab durch die Wälder des Regenwaldes. Und sehen den geheimen Abspann. Ich komme. Wer kann das sein? Es ist doch schon Nacht, Mitternacht. Wer ist da? Oder ist das wirklich?
Man weiß es nicht. Ende. Ja, wer das sein soll, das kann man sich teilweise denken. Wobei wir in der Oberwelt allerdings als Vogel unterwegs sind. Aber anklopfen müssten wir eigentlich schon können mit dem Schnabel. Aber ob es uns wiedererkennt? Ja. Gut. So, das war's auf jeden Fall mit Let's Play Terranigma. Hat übelst lang gedauert. Und ja, ich konnte einfach den letzten Part nicht großartig besser schneiden, deshalb habe ich mal alles in einem Part gepackt. Der wahrscheinlich auch schon über eine Stunde geht, oder eine halbe Stunde mindestens. Aber während des Endkampfs, Cutten oder während der schönen Nachgeschichte ist auf jeden Fall ziemlich kacke, deshalb habe ich mir alles in einen Rutsch gemacht. Und ja, ich sage danke fürs Zugucken. Wie gesagt, demnächst kommt Pokémon Blau in der Nuzlocke Challenge. Und danach geht's retrolastig weiter mit Secret of Evermore. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und vergesst nicht, wo Licht ist, ist immer Schatten. Ohne Schatten kann Licht nicht existieren. Ich liebe diesen Satz. Also, bis dann. Ciao.